Ja, die sind ja interessanter geworden als Gadgetron. Bam, erstmal alles hier zerstören. Erstmal hier die 1000 zurückbekommen, die hier liegen. Das wär's natürlich. So, was hat sie gesagt? Hab ich jetzt nicht zugehört. Ach so. Das ist also auch so ein Gerät. Damit können wir bestimmt Wasser frieren und drüber laufen. Nee. Oder können wir damit Eis schmelzen? Ach, das ist Feuer. Das wäre ein Gefrierer. Er sagt, es funktioniert. Ach, er dachte, seine Waffe hätte das gemacht, ihn befreit. Nee, das waren wir. So. Na, kommt er darauf? Nee. Muss ich mir einen anderen Weg durchsuchen. Oder? Ach so. Zack. Ganze Blöcke hier zerstören. Her mit den Bolts, die brauche ich, die will ich. Nein, doch. Wunderbar, gerade noch so. Zwei Wege. Hä, ich bin wieder zurück? Achso, ich habe doch das, was ich wollte, genau. Ich kann den Planeten verlassen, hier habe ich jetzt alles. So, blub. Ah, das fand ich geil. Ich habe so gedacht, ja gut, jetzt bekomme ich den Enterhaken. Aber nee, ich bekomme sogar beides. Das hat mich gefreut. Also auf dem anderen Planeten, ne? War das ja. So, Schlägertreffpunkt. Felzin-System. Da bin ich mal gespannt, ob es da einen größeren Kampf gibt. Ich glaube, viele denken wirklich, dass wir zu den Halsabschneidern gehört, weil die einen IQ haben, was weiß ich wie. Von wem? Nimm. Aber manche werden uns vielleicht durchschauen und uns dann attackieren. Wir werden angegriffen. Ah, wieder ein Raumkampf. Hoffentlich funktionieren die Waffen. So, zerstöre alle Halsabschneiderschiffe im Sektor und verhindere ihre Treffer. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Das ist eine Herausforderung. Okay. Ja, das kann wieder weg. Haben wir schon mal gezockt? Ein Loch, ein Wurmloch. Ich kill mich einfach selbst, indem ich einfach hier gegenfliege und sterbe. Okay. Hier ist die Basis. Wir müssen landen. Aber um landen zu können, müssen wir sie eliminieren. Wenn man diese Meteoriten hier, glaube ich, zerstört, oder die Eisblöcke, was weiß ich, dann bekommt man doch... Ah ja, da vorne. Was haben wir denn da Schönes? Ach so, wieder Rohstoffe. Okay, Welle 1. Ich glaube, ein Schiff haben wir schon mal zerstört. Aber ich will kein Raritarium, sondern... Nicht zwingend, sondern... Heilung zum Beispiel ist ganz gut und Raketen. Aber ich habe ja sogar 10, ich Schlaumeier. Die waren so grau markiert, da dachte ich vielleicht... Da dachte ich, dass ich 0 hätte. Alter! Meine Lebensanzeige ist aber voll, ne? Kaum Schaden. Zu vermerken. Bam! Bam! Schade. Alter! What? Ich bin tot? Wie? Wieso bin ich gestorben? Ich habe doch volles Leben gehabt. Das verstehe ich gerade nicht, warum. Na gut. Anscheinend bin ich irgendwie in einen Meteoriten geflogen oder so. Sah ein bisschen buggy-buggy aus. Ah! 23 haben wir schon mal. Davon können wir uns mit Sicherheit später was Tolles machen. Die sind bestimmt sehr angesagt, weil man die schwer bekommt, wenn hier alles bewacht wird und mal beschossen wird. Und nicht alle Raumschiffe haben. Bam! Bam! Ah! Mann, das sind hier viele. Es sind noch 11 Stück. Dann kommt Welle 2. Ich glaube immer 2. Oh Mann, jetzt werde ich hier aber getroffen. Wow.
Mann, die soll mal stehen bleiben hier. Ist links meine Lebensanzeige? Weil die in der Mitte, die ist konstant. Die hat sich nicht einmal verändert, obwohl ich ein paar Mal getroffen wurde. Das heißt, ich muss mal ein paar Sachen wieder zerstören, damit ich Leben bekomme. Das wäre nicht schlecht. So. Oh, ich bin weg. Oder wie? Ah, ne, jetzt habe ich Leben. Ach, das sind meine Schilde, die da waren. Links und rechts. Ach so, ab jetzt bekomme ich Schaden. Oder eben, ich finde hier wieder Sachen, die mein Schutzschild auf Trab bringen. Sind noch 8 Gegner, 7 Gegner. Sehr schön. Ein Teil des Schildes wurde wieder regeneriert. Bam! 6 Schiffe noch. Ja, komm schon. Doi, mein Freund. Ah, wunderbar. So, 3 Stück noch. 2 Stück noch. Man muss sich eigentlich quasi nur ein bisschen drehen. Einmal um die Achse und dann hat man die schon. Die Schiffe. Und das letzte Schiff ist tot. Die ist kaputt gemacht von mir. Und jetzt können wir landen? Nein, es gibt noch eine Welle mit 25 Schiffen. Das ist unglaublich. Oha! Oh! Als ob das beim ersten Mal nicht genug war. Mist, ich bin K.O. Jetzt sag nicht, ich muss die Welle nochmal machen. Was? Welle 1? Das finde ich ganz beschissen. Also das ist doch richtig scheiße. Man braucht voll lange, bis die eine Welle vorbei ist. Aber das gibt's doch nicht. Ist doch richtig mies. Bin ich ein bisschen blöd gemacht. Naja, gut. Machen wir es eben nochmal. Na komm schon. Ach komm. Schieße dich eben mit einer Rakete ab. Na, wollt ihr mich so hinlenken, dass ich dagegen fliege? Ihr miesen Gauner. Das schafft ihr aber nicht. Ah, oh Gott. Es sind so viele. Zu viele. Nein. Muss Selbstmord machen. Okay, wieder umdrehen. Mann, 14 Stück noch und dann noch eine behinderte Welle. Wenn ich da dann sterbe, darf ich nochmal alles machen. Ich muss ehrlich sagen, das mit dem Weltraum finde ich zwar eine ganz nette Idee, ist aber auf Dauer ein bisschen... Ja. Ach komm, nimm das. Ja, wunderbar. Wir fliegen hier eigentlich so gut wie immer selbst in den Tod. Und noch 2 Schiffe, dann habe ich die erste Welle geschafft. Ich hoffe, es kommt nicht noch eine dritte Welle. So. Take this, my friend. Bam. Ohne eine Rakete. Weil ich einfach so ein Pro bin. Der ist links von mir, aber... Mist, ich bekomme hier nichts. Doch. Aber ich will die Raketen bekommen für die nächste Welle. Deswegen habe ich mir ein paar auch aufgespart. Viele Schiffe sind in der Zeit auch nochmal ein bisschen rot geworden, aber ich habe es nicht abgefeuert. Jetzt will er mich hier ein bisschen verarschen und fährt... So, der muss irgendwo hier sein. Wo ist er denn? Wo bist du, mein... Ah, da. Bam. Oh, der lebt noch. Ich dachte, er wäre K.O. Ist er wieder über mir? Da, komm schon. Oh, ich treffe ihn, aber... Er will nicht sterben. Warum will er nicht sterben? So, jetzt hast du keine Schnitte mehr. Erledigt. So, zweite Welle. Das kann nochmal richtig heftig werden jetzt. Einfach mal hier ein bisschen reinfeuern und versuchen... Ich fliege hier erstmal von den Meteoriten weg, weil ich, wenn ich einen ramme, bin ich fast immer instant tot. Komm schon. Ja.
Mist. Komm schon. Ah, schnelles Schiff. Natürlich. Es leuchtet erst dann rot, wenn man das Schiff eliminiert hat. So gut wie. Oder wenn es fast K.O. ist. Bam. Ja, zwei auf einen Streich. Wunderbar. Und ich auch noch. Na komm schon. Na, nimm das. Gut, er ist in den Tod geflogen gleich. Ah, bumm. Bumm. Ah, schwerer Treffer. Ich muss einen schweren Treffer einstecken. Ah, verdammt. So, komm schon. Na. Ah. Wie viel noch? 8 Stück, okay. Das geht ja. Wenn keine dritte Welle kommt, ist es in Ordnung. Weil ich dann bei der dritten Welle noch ein Flugzeug leben sollte und ich dann irgendwie gegen Meteorit fliege, dann, wow. Ich glaube, viele Schiffe sind auch einfach kaputt gegangen, weil sie gegen mich geflogen sind. Vier noch. Die kommen jetzt aber erst angeflogen, da. Ah, nichts da. Zwei noch. Hier rechts, da. Da bist du, mein Freund. Bam. Und einer einzig noch. Der war unter mir. Wow, nein. Ich fliege erstmal kurz weg. Ich habe... Oh, ich habe ja noch genug Leben. Beziehungsweise ich bin vollgeladen und meine Schilde sind auch so gut wie unberührt. Ah, bam. Und? Ja, ich kann endlich landen auf dem Planeten. Ich hab's vielleicht drauf. Voll drauf. Ja. Eine große Herausforderung, aber nicht, was ein Mann gemacht. Ah, geil. Herrlich. Zum fünften und letzten Mal. Ich habe hier ein R-Gespräch von einem Herrn D.U. Bistran. Nehmen Sie es jetzt an oder nicht? D.U. Bistran? Ich nehme das als ein Ja. Vielen Dank. Du Idiot. Oh, oh. Ich bezahle für eure Dienste und eure vollkommen bescheuerten Mitarbeiter machen ein... Picknick! Hey, das ist gut fürs Gemeinschaftsgefühl. Genug! Ich bin am Treffpunkt. Wenn deine Leute nicht bald hier sind, kannst du unsere Vereinbarung vergessen. Ach ja? Sie können mich mal am, Sie wissen, was ich meine. Verdammt. Tja, schon schlecht. Koordinaten programmiert. Wir sind schon unterwegs. Du kannst dir eine neue Herausforderung aussuchen, in der du weitere Bolts gewinnen kannst. Oder zur Galaxiekarte zurückkehren. Koordinaten von Kanal statt auf Planet Notark heruntergeladen. Galaxiekarte, denn das alles machen wir vielleicht später nochmal. Wir widmen uns jetzt aber vor allem zur Hauptstory. Tja, er hat eigentlich einen relativ schlauen, wieder so ein bisschen vertrottelten. Das ist ja geil eigentlich. Der Chef vom Chef, also der Chef ist vertrottelt. Der Chef vom Chef ist vertrottelt. Der Chef vom Chef ist vertrottelt. Geil. Durchsuche Kanalstadt nach dem Dieb. Erkunde die Promenade nach dem Dieb. Ich glaube nicht, dass wir... Und wenn wir ihn finden, dass wir ihn eliminieren können, glaube ich auch nicht, weil der ist wahrscheinlich der Endgegner später. Und wie ist der Empfang hier so? Wir kriegen Sport, Wetter... Oh, der Wissenschaftskanal. Schalt weiter. Hey, was ist das? Craig, er ist nicht mehr bei uns. Die letzten Bilder haben uns erreicht. Leider habe ich hier keinen Ton. Es könnte sein, dass die PS3 vielleicht... Nein, ist sie nicht. Hier die schönen Bilder aus Teil 1. Ach, waren da schöne Zeiten. Der oberschlauste Typ, Craig, er war so göttlich. Er hat uns niemals verraten. Er hat niemals für die andere Seite gekämpft, nur damit er im Rampenlicht ist. Nein, hat er nicht. Das war Craig. Und ich wundere mich gerade, warum da kein Ton drauf war. Vielleicht sollte das ja so. Damit es emotionaler ist. Planet Notark. Wieder zu spät. Wir kommen immer zu spät. Warum bloß?
Vielleicht weil wir aufgehalten wurden. Ach so, wegen mir. Ich verstehe. Mann. Jetzt wollen sie mir die Schuld in die Schuhe schieben, aber das fand ich schon einen richtig geilen Gag hier. Aber wir wurden hier aufgehalten, das ist meine Ausrede. Und, jetzt gucken wir mal hier. Das ist so ein kleiner Wasserplanet auch. So ähnlich wie Kamino vielleicht bei Star Wars. Nur nicht ganz so abgefahren. Oh, es regnet hier nicht. So, wir gehen hier nochmal ein bisschen rum und erkunden ein bisschen die Map. Auch diese Hunde, die kenne ich auch noch. Ah ne, das war ja aus der ersten Map hier, ne? In dem Teil. So. Ich will hier noch ein bisschen Credits sammeln. Wir haben fast 20.000. Ich könnte mir eine geile Waffe kaufen. Oder ich spare weiter. Aha. Wo geht's denn hier lang? Hier ist gleich ein Fragezeichen. Das mache ich noch in diesem Part hier. Kurz zu diesem Fragezeichen gehen. Bam, 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 bam. Die! Ah. Komische Geräusche macht das. Macht das Viech. Bam, geh kaputt. Geh kaputt. So. Ah, ups. Ja, hat er sich von der Decke angefühlt gezogen. Man muss schon in die richtige Richtung hauen, sonst bringen die Verfolgungsraketen nichts, weil dann lösen die sich quasi auf oder fliegen einfach willenlos in eine Gegend rum und zerplatzen irgendwann. Ein Windspiel höre ich gerade hier, oder? Das wahrscheinlich, das da oben, dieser Planet, der sich da dreht. Bam, 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 töten, 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 töten. Zerstören und... Oh, warte mal. Ah! Ich brauche mal wieder ein bisschen Leben, sehe ich gerade. Sicherlich habe ich zwar noch relativ viel, aber mindestens die Hälfte fehlt jetzt schon. So, der Planet soll umfallen. Bam! Und? Nee, es hat mir nichts gebracht. Wahrscheinlich, ne? Blitze sind hier gegen kleine Gegner vor allem sehr, sehr effektiv. Ich zerstöre hier einfach mal alles. Das ist echt ein komischer Planet hier. Springbrunnen aus Raketen. Komische Vorstellung. Hier wohnt bestimmt der Duke. Oh, wie heiß ist die denn? Oh, die will ich nicht sofort haben. Der Typ hat den einfach umgebracht. Das gibt's ja nicht. So, ab nach hier oben. Oh, ich hoffe, der Schuss kommt hier nicht irgendwie an. Warte mal. Ach so, ich muss einmal rumlaufen. Bam, bam. Shit, jetzt brauche ich wirklich Leben. Warte mal, wie heißen die? Atombomben? Habe ich das richtig gelesen? What? Alter, ne, das gibt's ja nicht. Wie viel haben die mir denn abgezogen? Die heißen... Doch, Mini-Atombomben, tatsächlich. Ich nenne ja meistens Bomben einfach immer Atombomben. Einfach voll explodieren. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Ratchet & Clank Teil 2. Und dann geht es auf diesem Planeten weiter. Bis dann, ciao.